Okay, da sind wir. Nee, Jaws jetzt auszurüsten wäre schon ziemlich blöd, weil ich mit dem definitiv nicht reiten will. Ich halte natürlich noch Ausschau nach, ja, nach dem Gendrum, den könnten wir auch ganz schnell platt machen für ein bisschen Geld. Schon klar. Aber jetzt kümmern wir uns vorerst mal um unsere Hauptquest. Haben wieder so ein bisschen in der Wüste rumgedümpelt. Nochmal ein paar Sachen gefunden tatsächlich, vor allem nochmal ein neues Monster. Also zumindest eins, das wir getötet haben. Leider kein neues Monster für unser Team. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was uns dort hinten erwartet. Sobald ich dann noch aufhöre zu reiten. Jetzt so ungefähr. Da hinten ist Katzerwarnstein. Das sehe ich von hier aus. Sobald ich jetzt aufhöre zu reiten, nehme ich dann auch gleich mal Jaws mit. Damit wir da gleich die erste Runde haben, ohne irgendwie zu hoffen. Jetzt schauen wir doch mal, was uns hier im großen Sandstrudel, wie gesagt, erwarten wird. Vor allem, ob der Bärriff schon hier ist. Anscheinend sind wir vor Manelga hier angekommen. Ich habe mir den Namen von ihm noch nie durchgelesen, das ist wahr. Aber er hieß scheinbar Dr. Manelga. Manelga? Keine Ahnung. Manelga, von mir aus. Der verrückte Doktor führt nichts Gutes im Schilde. Darauf verwette ich meine Schnurrhaare. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, steht mir das Fell zu Berge, als ob es keinen Morgen gäbe. Nicht gut. Du hast ihn bisher bloß einmal gesehen. Du glaubst mir, nicht wahr? Auf jeden Fall. Hehe, danke, Kumpel. Und da ist er. Pass auf, es ist ein Sephadrom. Es ist soweit. Ride on, Kumpel. Zeigen wir allen die Kraft unserer Bindung. Und er schlabbert nicht an. Okay. Wow. Das ist ein sehr großes Maul, was du da hast. Okay, Pesthau, Sephadrom. Zeit zu kämpfen. Sephadrom nutzt Lähmungsangriffe und Wasserstrahlatem. Pass auf den Kraftangriff auf. Jo. Okay, Jaws zieht natürlich gleich mal mit meinem Kraftangriff. Ich packe aber gleich mal einen Eisatem rein. Leider kann ich ja den Froschschlag darauf nicht machen. Das ist mir sehr schade. So, du greifst mich aber direkt an, das heißt, da mache ich erstmal Geschwindigkeit. Oh, da kommt der Lähmcutter. Sehr gut. Das heißt, den können wir gleich mal so ein bisschen ignorieren. 135 Schaden sieht schon mal sehr gut aus. Der Frostatem zieht uns jetzt natürlich wieder ein bisschen Bindung ab, klar. Aber 114 Schaden ist auch eine sehr schöne Zahl. Da kommt jetzt Technik. Das ist jetzt dementsprechend blöd. Kannst du vielleicht nicht Technik machen? Ja, machen wir es mal so, weil da wird doch wahrscheinlich der Kraftangriff kommen, oder? Kann ich mal einen Frostschlag machen? Ja, kann ich, okay. Bleiben wir dabei. Ja, da kommt der Kraftschlag. Au, der Hipcheck. Kommt der Kraftangriff. Ich haube auch meinen raus. Bam, schön ins Gesicht, 150 Schaden. Wunderbar. Mal der Frostatem. Ja, ich denke, den haben wir ganz gut im Griff mit unseren Eisangriffen. Sehr schön. Ah, wieder Technik. Es ist halt nicht das Beste. Gut, er macht irgendwie eine Fähigkeit und nicht direkt auf irgendjemanden. Was tust du? Geschwindigkeit? Aufgeladener Stachel, was? Er macht auch 98. Okay, was auch immer das ist. Es sammelt seine Kräfte, pass auf. Oh oh. Oh oh. Die Eisrüstung kommt vielleicht gar nicht schlecht. Ich mache auch mal die Bollwerkpose, ja? Okay, ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen Verteidigung. Mal sehen, wie es mit Jaws aussieht. Aber Jaws ist, glaube ich, unglaublich langsam. Yo. Ah, au. Oh, wow, das tut richtig weh. Ja, toll. Ja, das hat eine Eisrüstung. Leider ein bisschen zu spät. Hätte ich damit gerechnet. Geschwindigkeit. Nice. Doppelangriff. Damit gleichen wir es dir wieder. Oder damit zahlen wir es dir heim. Dass du uns gerade eben so 360 Schaden. Ja, klar. Er macht jetzt natürlich auch nochmal Eisangriff. Atemkampf, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Yo, das gewinnen wir easy. Da haben wir natürlich die Oberhand. Sehr schön. Wow, die 350 Schaden waren jetzt natürlich richtig gut. Er müsste sich eigentlich ein bisschen ausholen, aber... Oder ausruhen. Wobei, du machst ja jetzt auch so Eisangriffe. Er macht, glaube ich, eh wieder bloß seinen aufgeladenen. Das heißt, du gehst hier mal auf Technik. Oh, was mache ich? Auch 8 Technik. Jetzt habe ich mich ja genommen, ja.
Ich dachte gerade, ich könnte für Jaws. Au. Oh, wir dürfen jetzt gar nicht angreifen, wie mies. Aber wir haben eine volle Bindung, das heißt, wir packen uns da mal zusammen. Und jetzt machen wir dann gleich. Er greift uns zwar gleich an, aber wir machen Technik. Sind wir. Ach nö, wir sind Erster. Wieso sind wir denn jetzt Erster? Ach, so doof. Es macht immer noch so viel, wobei, obwohl wir Verteidigung erhöht haben. Wow. Richtig krass. Du machst das nicht gleich schon wieder, oder? Das wäre Sandatem. Ugh. Oh, ich hoffe, das tötet uns nicht. Oh, bitte nicht. Au. Ja, okay. Es geht. Er macht echt schon gut Schaden. Machst du schon wieder einen Sandatem? Oh, ich darf keine Objekte benutzen in dem Zustand. Wusste ich gar nicht. Ja gut, dann ist das das, was wir gerade tun können. Weil der Sandatem würde uns töten. Und der wird jetzt wahrscheinlich auch Jaws töten. Je nachdem, wen jetzt gleich angreifen wird. Vielleicht kriegen wir ihn davor noch tot. Ist halt bloß eine Stufe 1. Jetzt der Frostgrund. Das könnte funktionieren. Komm schon. 218 Schaden. Wie er da hängt. Aber er kann gar nicht. Hä? Er kann nichts machen? Wäre eine Bindungsfähigkeit? Nee, was hat er denn gemacht? Weil wie gesagt, er macht jetzt halt gar nichts. Wow, wie er da hängt, der Arme. Tut mir echt schon ein bisschen leid. Ich glaube, da kommt wieder Sandatem. Ich gebe trotzdem mal Jaws und Dings einen Trank. Damit er wenigstens da ein bisschen überlebt. Oh, nö. Oh, ich hasse diesen Angriff. Da hätte ich mit Jaws natürlich gegen reagieren sollen. Die Eisrüstung wird nicht reichen. Das ist halt echt das Problem. Greift halt wieder Jaws an. Keine Ahnung. Ich kann halt auch ihm nicht sagen, dass er... Ich kann ihn anfeuern, aber das bringt halt nichts. Das heißt, ich kann dir bloß nochmal ein Kraut geben. Ansonsten kann ich da, wie gesagt, echt nichts tun. Weil das Vieh einfach trotzdem draufhauen wird. Oh, die Eisrüstung kommt davor. Sehr schön. Okay, jetzt sollten wir, glaube ich, da ein bisschen besser dran sein. Weil, wie gesagt, der aufgeladene Stachel tut halt echt weh. Ja, immer noch 95. Okay, da kommt nochmal Geschwindigkeit. Sehr schön. Wunderbar. Und da sollte eigentlich dein Ende gewesen sein. Vor allem jetzt habe ich halt wieder die Dings, die Eisrüstung. Das sind wieder 360 Schaden und das kannst du nicht überleben. Nein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das, ich glaube, das Kraut hat ihn sogar gerettet, oder? Ah, nicht ganz, aber dann hätte er, glaube ich, bloß nur 6 Leben gehabt oder so. Ohne das Kraut. Also von dem her, war eine gute Idee. Schön. Haben wir ihn erledigt. Das war heftig. Hat Jaws ein Level-Up bekommen? Nee, ich glaube nicht. Schade. Aber wir haben den Sephadrom erledigt und damit sollte der Sandstrudel Geschichte sein. Ja, das nenne ich mal Kraft der Bindung. Der Treibsand war echt ätzend. Anscheinend steckt der Sephadrom dahinter. Fantastisch, nun können wir Albarax endlich erreichen. Grrr, verflucht seid ihr lästigen Rider. Das Kind hat kein Recht, sich in meine untadelig moralische Forschung einzumischen. Ist das jetzt der andere? Ja. Alter, das macht ein echter Bindungsstein, richtig? Ziemlich cool. Was? Offensichtlich nicht so cool wie eure Erfindung, Herr Dr. Manelga. Was für ein komischer Name. Gewiss, wir müssen diese ignorante Welt nur beweisen, wie großartig ich wahrlich bin. Oh nein. Was für ein nervtötender Lärm. Bring es zum Schweigen, okay? Huch, wie eigenartig. Der Knopf funktioniert nicht. Verflucht, das ist kein guter Zeitpunkt für die Bedienung kaputt zu gehen. Na, großartig. Zeit zu kämpfen. Ja, ein Barriff.
Dieses Monster sieht nach einem harten Stück Donut aus. Ein M-Barriff? Metall-Barriff oder wie? Oh, aber wenigstens wurde Jaws geheilt. Das ist nett. Wir wechseln zu Poison Ivy. Denke ich mal. Ich hoffe zumindest. Poison Ivy ist hier. Okay. Aber du machst doch wieder deinen Schlamm werfen. Ich hasse das. Aber auf mich. Ich mach gleich die Bollwerkpose. Ja. Matschsturm, was? Oh Gott. Matschsturm hört sich nicht gut an. Los, hau ihm den Giftstachel rein. Bitte, yes, vergiftet. Sehr schön. Das ist schon mal sehr wichtig. Was ist der Matschsturm? Och, nö. Ja, okay, das hätte mir schon wieder ziemlich gut Schaden gemacht. Aber 31 Schaden auf ihn am Gift. Sehr schön. Du machst Geschwindigkeit. Da ist Kraft richtig, richtig uncool. Ivy, richtig uncool. Wieso musst du immer genau das Falsche machen, frage ich mich. Na gut, hauen wir die Technik raus. Ja. Gut, der Feueratem ist auch nicht verkehrt. Vielleicht können wir ihn jetzt auch noch verbrennen. Das wäre richtig stark, aber 101 Schaden ist auch gut. Okay. Er hat krassere Fähigkeiten drauf. Aber ich glaube, mit Ivy bekommen wir ihn schon. So, jetzt darfst du Kraft machen. Jetzt ist mir das egal. Wir können dir nämlich Geschwindigkeit raushauen. Ach nee. Klar, er macht ja Geschwindigkeit. Ich bin so blöd. Ach, vergessen. Ah, so dämlich. Na, egal. Okay, da kommt der Feueratem von selbst. Der macht wahrscheinlich wieder den Matschsturm. Ich habe noch die Verteidigung. Das heißt, ich gehe da wieder auf Technik. Oh, ne, Schlammbad schon. Okay. Leider können wir noch nicht reiten. Das wäre natürlich großartig. Geht leider nicht. Okay. Dann machen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Schaden. Wie gesagt, das ist natürlich schön zu reiten. Was machst du denn jetzt? Er hat im Schlamm gebadet. Er ist auch nicht mal vergiftet. Schade. Jetzt macht er Kraftangriffe. Ich habe trotzdem mal auf Technik, weil er irgendwas anderes plant. Was? Feuerangriff? Wieso kannst du denn Feuer? Ach, der ist verändert wahrscheinlich, nicht wahr? Au. Das ist doch wahrscheinlich so ein gentechnisch veränderter Barriff. Oder nicht? Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, weswegen er jetzt Feueratem kann. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu ihm. Wird der eher als Wasserwürfern gezählt. Oh wow, so, Giftstachel nochmal. Na, leider nicht vergiftet. Macht trotzdem gut Schaden. Da kommt unser Feueratem. Er greift mich nochmal direkt an. Das sollte eigentlich funktionieren, ja. Gut, dass da der Auflöskopfstoß nicht kommt. Das hätte mir nämlich gut Schaden machen können. Oh, das hat mir auch gut Schaden gemacht. Au. Aber wir können Ivy reiten. Ist dann eigentlich auch in Ordnung. Ja, komm, machen wir. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so die beste Idee war. Aber wir probieren es mal. So, machen wir. Du gehst eigentlich ganz gerne auf Geschwindigkeit, ne? Kalkulieren, was? Er belegt, das ist unsere Chance. Das ist ein sehr merkwürdiges Biest. Ich mag es aber nicht, dass er kalkuliert. Das heißt, da kommt irgendwas. Ah, der Matschsturm nochmal. Ja, okay. 107 Schaden kritisch. Wird wehtun, aber nicht so stark, ja. Wir haben auch kein Siegel bekommen, nice. Du hast keinen Matsch mehr. Das heißt, du greifst das mit Geschwindigkeit an. Jo, okay. Damit sind wir im Überlegen. Sehr schön. Ich würde ganz gerne Stufe 2 oder 3 haben. Ja, oder Stufe 2 und auf dem Boden. Ist ja meistens so. Na dann, der sengende Schnitt. Das wird wehtun. Du tust mir fast schon ein bisschen leid. Also du tust mir leid, weil du würdest dafür irgendwelche komischen Experimente benutzt. Aber wir werden es beenden, keine Sorge. Auch wenn es schmerzhaft für dich sein wird. Bald ist es vorbei. Bam! 330 Schaden. Ist leider aber wieder aufgestanden. Oh, da kommt nochmal ein Kraftclash. Oh, der ist ein bisschen heftiger. Okay, kriege ich trotzdem hin. Nice. Der war ein bisschen anstrengender. So, was jetzt? Ich muss mich ganz dringend heilen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, okay, das Schlammbad. War trotzdem gut, mich zu heilen. Sehr schön. Nochmal ein Kraftangriff. Ist er schon schwach? Okay, da können wir mal kurz vorspulen. So. Ich würde jetzt mal gar nicht sagen, dass er schwach ist, ganz ehrlich. Ich kann es gerade schwer einschätzen.
Können wir vielleicht mal einen Feueratem draufhauen? Ja, wobei, jetzt ist der Feueratem nicht mehr so stark. Weil er jetzt ja seine Verteidigung ändert. Mit Schlamm hat er Wasserabwehr. Also schlechte Wasserabwehr, sagen wir so. Ich kann ihm auch nochmal den Frosthammer geben. Das ist die Frage. Da kommt doch der Matschsturm wieder, oder? Ah, nee, der Feueratem. Ah, der ist auch eklig. Er macht mir halt gut Schaden. Klar, Poison Ivy überhaupt nicht, aber mir. Oh, er war doch schon schwach. Okay. Wie gesagt, tut mir leid, Barif, aber es ist gut, dass die Qual ein Ende hat. Sehr schön. Oh, ich hatte es irgendwie so im Gefühl, dass es passieren wird. Aber ich habe echt nicht gedacht, dass er einen direkt zweimal hintereinander kämpfen lassen. So, und wir haben zerrissene Ketten bekommen. Stabile Kette bändigt einst ein modifiziertes Monster. Nun in Fetzen gerissen. Okay. Nochmal zerrissene Ketten. Protovisor. Was? Okay. Was wir hier alles bekommen. Das scheint von diesen Metallmonstern zu sein. Gibt es da später mehr? Ich bin gespannt. Was glaubst du, was du da tust? Geh zur Seite. Ich habe dich gerade gerettet. Komm mir nicht in die Quere. Das ist wieder dieses Typische, ne? Wir haben ihn eindeutig komplett platt gemacht, aber nein, er hätte uns gerade eben eigentlich erledigt. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig in Spielen, auch wenn ich jetzt gerade die Cutscene unterbreche. Aber das ist so was Typisches, um was einzuleiten, weil wir haben ihn ja echt schon gut dominiert und ihn platt gemacht. Und wie gesagt, auf einmal springt er uns dann an und ist eigentlich immer noch voll aktiv und haut uns dann komplett weg. Finde ich immer ein bisschen komisch. Du hast genug getan. Der arme Barif kann sich gar nicht mehr bewegen. Warte, huch. Chival, bist du das? Monster, die Katastrophen verursachen, müssen ausgelöscht werden. Ich sorge dafür. Du folgst immer noch dem Gebot der Rider. Ha, du bist so naiv. Na gut, ich schätze, du und ich werden hier niemals einer Meinung sein. Aber als echter Rider solltest du den schwarzen Pesthauch aufhalten. Das haben wir gerade eben schon getan. Und fühl dich nicht so cool mit deiner Ratte an, ich habe auch eine. Chival. Es ist, als ob er jetzt eine ganz andere Person ist. Nicht cool. Also, der Kerl ist euer Freund. Monster sind nichts anderes als eine Bekundung des Segens der Natur. Es geziemt sich, dass wir ihnen Respekt und Dankbarkeit zeigen. Sie zu manipulieren ist eine abscheuliche Tat. Warte mal, Chef. Diese Rider sind nicht die Kerle, die den Barif kontrolliert haben. Ich möchte dir glauben, Reverto. Ich muss wissen, warum du ihnen so sehr vertraust. Ich finde immer noch, dass ihr Gesicht furchtbar aussieht. Im Vergleich zu der Qualität von den anderen sieht das einfach... Sieht das aus wie ein Mi von der Wii damals. Okay, hör mir bitte bis zum Ende zu. Jetzt wird's tiefsinnig. Die Umwelt hat sich verändert und die Monsterpopulation ist steil gefallen. Das gibt nun jemand, der die Monster pflegt und sich um sie kümmert. Ich verwette meinen letzten Pilz, dass die Rider jede Katastrophe aufhalten werden. Ich bewundere deinen Optimismus, doch ich glaube, dass sie die Katastrophe anziehen. Raider, sagst du? Reverto, ich nehme an, dass du Famals Meinung nicht zustimmst. Ich weiß nicht, aber es ist viel zu früh, um diese Kinder schon gänzlich zu verurteilen.
Nun, Dragon, wie wär's, wenn du uns zeigst, was du im Dorf hast? Was? Reverto! Tun wir es, Kumpel. Zeit, das Dorf zu retten und uns als Helden zu beweisen. Der schwarze Teufel. Du hast es bis Albarax geschafft. Dort lauert der schwarze Teufel, ein Pesthauch Diablos auf dich. Das wird kein normaler Kampf. Du musst alle deine wahre Kraft als Rider zeigen. Oder allen deine wahre Kraft als Rider zeigen. Oh, wow. Jetzt geht's langsam echt los, ne? Von einem Bosskampf zum anderen. Kaum haben wir zwei Bosse hinter uns, geht's eigentlich gleich schon weiter mit dem nächsten. Dem Pesthauch Diablos. Ich weiß es nur nicht, ist es ein schwarzer Pesthauch Diablos oder ein normaler Pesthauch Diablos? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Wir aktivieren natürlich erstmal den Katzerwarenstand. Größte Frage ist jetzt, heben wir hier in direkter Nähe irgendwo einen seltenen Monsterbau? Weil ich würde natürlich auch gerne einen Diablos in unserem Team haben. Wäre eine schöne Sache. Naja, hier im Moment haben wir gerade eh keine. Also Monsterbauten. Dort hinten waren welche. Ich schaue nochmal ganz kurz dorthin. Das haben wir ja gerade, wie gesagt, einiges hinter uns gehabt. Das ist eine Fassfälle, nicht wahr? Wirklich jetzt? Ja, die kann ich nicht platt machen. Ich mache nicht genügend Schaden. Ich habe keine Monster... Monster, genau. Ich habe keine Fassbomben mehr. Kann ich mir Fassbomben herstellen? Ja, kann ich. Nice. Okay. Nächste Chance auf den Dings, auf den Tatzenpass. Gegen den Anti-Lähm-Trank. Jo. Na, ich bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Ja, komm. Nein! So rum. Zurück. Ja. Okay. Na also. Fassfällen! Angriff! Kann ich eigentlich von hinten kommen? Wo ist überhaupt hinten bei der Fassfälle? Das sieht man so schlecht. Okay. Ja, ein laufendes Fass, ich weiß. So, du machst Geschwindigkeit. Du kannst auch einen Giftstachel mal zuhauen. Ich mache ja eh die Fassbombe, das ist ja das. Ich hoffe mal, dass das Ding nicht flüchtet davor. Okay, abwarten, dankeschön. Okay, es kommt eh die Fassbombe. Das ist keine große Fassbombe, ich verstehe das nicht. Das ist eine Fassbombe S. Okay, Fassfälle erledigt. Mit der Fassbombe geht es halt echt easy. Das ist fast schon lächerlich. Ich verstehe aber echt nicht, wieso die so viel aushalten. Diese kleinen Katzen. Na gut. Komm schon, gib mir was Schönes. Gib mir was Schönes. Gib mir zuerst mal 10.000 Erfahrungspunkte, das ist klar. Wow. Damit steigt man halt so übertrieben auf. Sehr schön. Wieso nur reife Felfin? Was ist denn... Ach, Mann. Was ist denn los? Wieso ist das denn ein ultra-rarer... oder ein ultra-rarer Gegner... der dann halt trotzdem so selten auch noch das droppt, was man denn holen soll. Das ist so unglaublich, oder? Also wie selten tatsächlich so ein Tatzenpass dann ist, den zu bekommen. Sind da hinten jetzt echt gar keine mehr? Ich will mir jetzt nicht nochmal gegen den Getarnten anlegen. Einmal reicht. Hier hinten scheinen echt keine Monsterbauten mehr zu sein. Nö. Wow. Die sind einfach alle weg. Ich meine, klar, es gibt immer bloß so und so viele in der Wüste. Ach nee, die sind weg, weil wir bisher noch nicht... Doch, wir sind gereist. Eigentlich sollten die sich resettet haben. Große Frage ist natürlich, wohin? Und ob wir hier irgendwo einen seltenen finden? Ich gehe jetzt ja so ein bisschen nach den seltenen. Weil ich glaube, alle anderen machen da keinen großen Sinn mehr. Haben wir vielleicht den Daimu? Oh, hier haben wir so eine Sache, die man abchecken kann. Nö, der hat echt keinen Bock. Als ich das nachgespielt habe, da war er dann öfters mal dort, aber da wollte ich nicht erledigen. Wie gesagt, da war er dann öfters mal da. Aber im Let's Play nie wieder. Ist, als wäre er ausgewandert. Wir gehen hier nochmal kurz rein. Und wie gesagt, vielleicht haben wir ja die große Chance. Ansonsten gehen wir einfach nach Albarax.
versuchen unser Bestes. Ich meine, die Fassfällen war jetzt natürlich nochmal cool, uns ein bisschen aufzubuffen. Aber ein Diablos, da muss halt echt Zamtros wieder ran. Also unser Jaws. Das, wir haben einfach kein anderes Eismonster. Das ist echt ein Problem. Und Diablos, was hat denn der sonst noch so als Schwäche? Donner? Eventuell. Okay, kein Monster. Das ist auch mal schön. Ich weiß gar nicht, ob der Donner hat als Schwäche. Könnte man sich ja fast anschauen. Schon wieder die? Nee. Das will ich jetzt nicht haben. Nein, das haben wir schon. Aber das ist eine Rattian, oder? Ich meine, die Farbgebung würde auf eine Rattian schließen lassen. Ich muss es aber eigentlich mitnehmen. Weiß und grün. Haben wir auf jeden Fall noch nicht. Wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Rattian sein wird. Ach, ärgerlich. Weil das ist, ja, wie gesagt, das wird eine Rattian sein. Ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit, um sicher zu gehen. Und ich denke, da wird eh bloß noch ein Ei kommen. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass in dem letzten Ei jetzt, oder in den letzten zwei Eier, nochmal ein Diablos kommt, ist so gering, falls er hier überhaupt spawnen kann. Also von dem her, wir werden es gleich sehen. Vielleicht haben wir auch das große Glück und es ist ein Diablos. Nein, Brennflugwirren. Schade. Ist das dort hinten? Nee. Es ist mit dem weißen Sand, Quatsch, weißer Sand. Mit dem gelben Sand. Es ist immer so ein bisschen schwierig auszumachen, ob da jetzt tatsächlich ein seltener ist oder nicht. Dann sieht man manchmal Monsterbauten, die gar nicht da sind, sag ich mal. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, kann ich natürlich zwischen den Aufnahmen dann hier nochmal ein bisschen durchgehen. Dann nochmal nach dem seltenen suchen. Dann werden wir da hoffentlich schon die beiden Diablos finden. Wäre ja schade, weil das ist ja das erste Monster, mit dem wir jetzt ein bisschen Probleme haben, das tatsächlich aufzufinden. Die anderen, vor allem die anderen super seltenen, haben wir immer relativ schnell bekommen. Also von dem her, irgendwann musste unser Glück auch enden. Das ist klar. Nur, dass wir jetzt keinen von beiden finden, ist das natürlich schon ein bisschen krasser. So, schauen wir nochmal kurz ans Questbrett. Da haben wir bestimmt jetzt auch neue Sachen. Oder? Bestimmt einen Seefahrtrom erledigen. Akzeptiert. Herr der Sephalos. Ja. Flinkertrank. Na, Albarax. Ja, okay. Ja, und in jedem Monsterbau. Hat man vergessen zu sagen. So viele Sephalos, wie wir gefunden haben. War das nicht so, dass wir wirklich... Nee, war das beim Nachspielen oder war das hier? Also in der Aufnahme. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber irgendwo war es so, dass wir unendlich viele Sephalos gefunden haben. Also dass an sich in jedem Monsterbau einer war.